Hallöchen. Wir gehen heute mal zusammen ins Wasser. Ja? Ich bin hier am Teich. Ich habe meinen Hyde schon am Wasser. Ich habe heute 600er und R6 mit. Und da versuchen wir mal, ich will ja heute Blässhühner, wie sie kämpfen, weil jetzt ist Balzzeit, wo die ihre Reviere abstecken. Und das möchte ich gerne mal aufnehmen, fotografisch. Und jetzt kommt ein Zug. Und hier sind auch viele Kormorane, Silbereier sind gerade gelandet. Ja, es sind zwar 15 Grad, aber ich muss trotzdem viel anziehen, denn das Wasser ist noch sehr kalt. So, dann gehen wir mal los und wir sehen uns im Hyde. So, ich bin jetzt im Versteck oder im Hyde und stehe dann so im Wasser. Und es ist echt nicht einfach zu laufen, da das ja alles Überschwemmungsgebiet ist. Das bedeutet, hier ist alles Gras, was ungefähr einen Meter lang ist. Und das ist echt nicht einfach. Aber, um mal auf die wichtigen Sachen zu kommen. Wenn du ein Schwimmversteck hast und ins Wasser gehst, zieh mehr als genug an. Ich habe jetzt an dicke Socken, eine Bundeswehr-Wärmefell, eine Jogginghose, dann ein T-Shirt, ein Fleece-Pullover, eine dicke Jagdjacke, eine Regenjacke wegen Ärmeln, dass die auch nass werden können. Und habe noch einige Sohlen, die sich selbst heizen, reingetan, solche Kohlesohlen. Und hoffe, dass ich ein paar Stunden durchhalte. Also ich muss mindestens 3,5 Stunden schaffen, denn dann wird geiles Licht. Wir werden sehen. Irgendwas wird passieren. Halt wie immer im Zug. Unverhofft kommt oft. Ja. Ich sitze hier, friere so vor mich hin und auf einmal, zack, kommen vor mir 2 Kormorane und ich kann tolle Bilder machen. Das war Nummer 1 einfach. Cool war's. Oh, viele Leute sind heute da. Damit geht die Sonne gerade unter. Und das Licht ist auf jeden Fall schön. Ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren. Denn ich müsste mal eine sehr schlechte Navathose. Von daher, Kopfsache. Alles nur Kopfsache. Ich muss ja gar nicht. Etwas ganz Wichtiges, wenn du im Schwimmversteck unterwegs bist, ruhig bleiben. Nicht schnell bewegen. Erstmal nur abwarten und schauen, was passiert. Und erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde einfach nur auf der Stelle stehen und drehen. Damit die Vögel auch wissen, okay, von dem Ding, was da im Wasser ist, geht keine Gefahr aus. Und die Vögel kommen von ganz alleine zu euch. Eben war schon ein Kormoran da. Also alles ganz entspannt. So, ich melde mich nochmal aus dem Versteck. Also ich schaffe es nicht mehr lange. Mir fallen die Füße ab. Ich habe nämlich so ein bisschen rumgetoldert, ne? Und dann ist es mir natürlich hier oben reingelaufen. Ah, und schon wieder. Ah, zum Kotzen, ey. Wenn jemand, ja, eine Warthose kennt, die bis hier hoch geht, dann bitte, bitte gebt mir den Link dazu. Ich möchte die gerne haben. Es nervt mich jedes Mal, ob ich bei der Wasseramsel bin, ob ich hier im Wasser, im Teich bin, im Hyde. Ständig kommt hier Wasser rein. Das ist echt anstrengend. Boah, mir ist echt kalt. So,
Ja. Nochmal kurze Info, ich habe mein Heiz selber gebaut. Das ist, habe ich einfach Meterware gekauft, die habe ich dann zum Sattler gebracht, den Stoff. Der hat mir das zurechtgeschnitten und genäht, wie ich das brauche. Hier haben wir Edelstahlstangen drauf, das ist hier festgeschraubt. Hier ist mein kleines Kistchen, wo Handy, Bahnschuhe, Akkus, ganz wichtig Akkus drin sind, Konverter oder sowas. Und der Schwimmkörper ist auch selbst gebaut, das ist einfach eine Styroporplatte. Die ummantelt ist mit ein bisschen ganz leichtem Holz. Und dann, ich hätte Epoxidharz nehmen sollen, habe ich aber damals nicht. Ich würde heutzutage Epoxidharz zum Rummachen. Und schon ist die ganze Sache fertig. Funktioniert. Genau, in diesem Sinne, macht's gut.